Hallo, ich bin Dirk Sindermann, der Hollywood-Korrespondent vom Blick. Wir stehen hier vor einer historischen Villa in Bel Air. Sie hat Zsa Zsa Gabor gehört. Sie hat hier vor 40 Jahren das Haus gekauft und große Partys gefeiert, ihre Hochzeiten gefeiert. Was man jetzt sieht, ist Aufbruchsstimmung. Denn die Hinterlassenschaft von Zsa Zsa wurde kürzlich versteigert. Das Haus wird leergeräumt. Prinz Frederik von Anhalt, ihr Ehemann, lebt noch hier. Und er gibt sich die Ehre, uns als letzte Besucher noch einmal durchs Haus zu führen. Gehen wir doch mal rein. Frederik, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Nicht nur, weil wir hier schon Partys gefeiert haben, sondern auch, weil Filme gedreht worden sind. Ja. Wir haben ja hier Bahar de Candelabra, also der Liberace-Film, ist hier gedreht worden. Mit Michael Douglas, Matt Damon, die sind hier nackt im Pool rumgesprungen und dann rumgelaufen. Und auch hier in den Zimmern wurde gedreht, ja. An dem goldenen Piano. Und dann haben wir auch Argo, den Film gemacht, der die ganzen Oscars bekommen hat. Und hat sich auch hier am Pool gespielt mit Ben Affleck und Aaron Arkin. Das war hier sein Haus gewesen. Und John Goodman, der Arkin hat hier gewohnt. Und John Goodman, ja, und Ben Affleck, die drei, das waren die Hauptdarsteller. Ja, und dann so über die Jahre hin vielleicht so 2.000, 3.000 Fernsehshows, die immer hier ums Haus rum und hier in den Living Rooms gemacht wurden oder auch im Schlafzimmer und so. Also das war auch der Grund, warum so viele Leute gekommen sind, die ersteigert haben und auch so viel die Preise so hoch gingen. Wir haben über 1 Million erzielt, weil eben die Möbel bekannt waren. Die Leute haben die Filme gesehen und die Fernsehsendungen gesehen, die hier gemacht wurden, und haben die Möbel erkannt. Ja. Und deshalb sind sie draufgegangen. Das Piano hat $20.000 gebracht. Ja. Das war alles schon ganz gut. Und dann eben so ein paar Bilder, die hier hingen, so ein paar Gemälde, die sind hochgegangen. Eins ist für $38.000 raus. Gegangen. Also es ist schon gut gelaufen. Ja. Und dann gibt es das Hochzeitsbild. Das Hochzeitsbild soll da eigentlich als Dekoration draußen stehen, weil wir hatten ja sehr viele Bilder, hatten wir vergrößert draußen, die im Hof standen. Dann sind die Leute draufgegangen und haben gesagt, wir wollen das Bild haben. Ja. Gutes Geld dafür gekriegt. Jetzt habe ich überlegt, das will ich ja kopieren lassen. Ja. Wenn so viele Leute verrückt sind nach diesem Foto, dann lasse ich das kopieren und lasse noch ein paar machen. Ja. Ich wusste nicht, dass die Leute auch mich kaufen wollen. Ich dachte, die kaufen doch mal eine Frau, jetzt wollen sie auch mich schon. Aber ich bin da, bei mir ist okay. Ich kann nachliefern, ja. Die können so viel wollen, wie kaufen, wie sie wollen. Ja. Ich produziere da noch ein bisschen. Das ist ein gutes Geschäft jetzt. Ein gutes Geschäft. Ja. Was machst du denn jetzt von hier aus? Fällt das schwer, Abschied zu nehmen? Es waren ja lange, schöne Jahre für dich hier. Ja, das sind 35 Jahre, die ich hier lebe. Ist für mich sehr schwer. Es war für mich sehr schwer, die letzten 3 Tage, wo die Möbel an mir vorbeigetragen haben, ja, und sind alle rausgegangen. Sicher, ich habe alles verkauft und wusste, dass alles rausgeht. Aber wenn man dann in der Halle steht und die Möbelpacker tragen die Teile vorbei, die Spiegel, wo man 35 Jahre reingeschaut hat und das Bett, wo man 35 Jahre lang geschlafen hat, das geht dann schon ein bisschen, ja, das ging mir sehr ans Herz. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, okay, es ist so viel Geld reingekommen und ich schlafe jetzt auf der Luftmatratze. Ich habe noch nicht mal ein Bett hier. Ja. Das Haus hier ist gebaut worden von Howard Hughes 1958. Und dann war Howard Hughes ganz alleine hier auf dem Berg gewesen. Nach dem Howard Hughes hat dann Paramount Studio das Haus gemietet und hat Elvis Presley reingesetzt. Das war in den 60er Jahren. Hat Elvis Presley gedreht hier seine Filme. Elvis Presley hat hier 4 Jahre gelebt. Nach Elvis Presley hat es meine Frau gekauft und seit 1972 hat meine Frau hier gelebt und seit 1983 lebe ich in dem Haus. Ich erinnere mich nicht nur an den Pool, sondern auch an hier. Hier ist Jahrzehnte her. Ja, hier haben wir ja die Hochzeit gefeiert. Wir haben sehr viele Partys hier oben gefeiert. Das war hier der Moulin Rouge Room, war das gewesen. Nach dem Film, in dem Zsa Zsa eine große Karriere gestartet hat. Ich habe ja dann auch, sah ja anders aus. Ich habe das alles neu machen lassen mit dem Boden. Das war alles Teppich gewesen, habe ich Boden reinmachen lassen, habe auch die Bar, das habe ich ja alles neu gemacht hier. Aber der Raum hier, da waren große Veranstaltungen. Da war am Anfang, wo ich hier hochkam, wenn alt Hollywood hier so, die Alten wie Frank Sinatra und so, diese Leute hier hochkamen, da fanden die Partys alle hier statt. Draußen war ein Zelt aufgebaut.
Und da fand alles hier statt. Leute wie Fred Astaire und so, die kamen hier hoch und haben gepartyt. Die Regens, also später, wo sie nach Bel Air kamen, alles hier gewesen. Ja. Hier habe ich gekocht damals für Ben Affleck und John Goodman. Da habe ich den Gulasch gekocht. Und dann, wo die hinterher Liberace gemacht haben, dann haben die hier oben, der Michael Douglas hat hier in dem Raum geschlafen, der Matt Damon hat hier in dem Raum geschlafen. Und hier hatte einer geschlafen, ist im Bett aufgestellt worden. Und dann habe ich auch Gulasch für die gemacht. Ungarische Gulasch habe ich. Die sind dann mittags gar nicht nach Hause zum Essen gegangen. Der Matt Damon war ganz happy. Er sagte, den besten Gulasch habe ich gegessen. Ja. Und der Matt Damon hat mir ja auch die Badehose da gelassen. Die liegt unten. Als Andenken hat er mir da gelassen. Ja, Frederik, vielen Dank, dass wir nochmal in die Villa der Erinnerung gehen durften. Ja. War auch für mich eine schöne Erinnerung. Ja, für dich natürlich besonders schön. Ja, nach 35 Jahren wird es jetzt höchste Zeit, hier auszuziehen. Es ist goodbye Bel Air und ich ziehe dann zum Wilshire Boulevard. Eine sehr schöne Wohnung da, aber alles zu Ende. Jetzt fange ich neu an.